vorne gehen. Oder doch? Wow, hätte ich nicht gedacht. Super Monkey for the win. Wave 78. Oh. Das wird auf jeden Fall zum Aktivieren. Problem ist nur, da kommen noch ein paar Stöße. So, wie viel kriege ich da jetzt eigentlich? 5 Kisten, A300. Das sind 3000 oder was? Ne, wie viel? 5 Bananenkisten. 600 kriege ich für eine. Ja, 3000 pro Runde. Das ist jetzt nicht so viel, was wir da dazu kriegen. Aber es hilft natürlich. So, wir machen die linke Seite vom Super Monkey hier. Die haut einfach mal rein. Oh. Das ist viel, aber es geht. So, linke Seite ready. Jetzt haut er rein. Wave 79. Es haut richtig gut ein. Wie der die Bosse da platt macht, so haut es hin. Hier nehmen wir auch die rechte, die linke Seite. Wave 80, Leute. So, zweiten Super Monkey hier. Wave 81. Ein zweites Auge könnten wir uns auch gönnen. Das ist wirklich fällig, glaube ich. Beziehungsweise ich habe eine andere Idee. Wave 82. Ich habe noch eine andere Idee. Wir gönnen uns ein paar Bloom Chipper. Schauen wir schnell. Okay. Ups. Falscher Tower. So, wir geben hier einen hin. Den stärksten soll er immer raus. Wir geben hier einen hin. Den stärksten soll er immer raus. Stärksten habe ich gesagt. Wir geben hier einen hin. Ebenfalls den stärksten, bitteschön. Und einmal noch. Der wird aber ein bisschen dauern. Wie weit ist die Range? Okay, das geht hier aus. So, den stärksten noch. So, Kohle brauchen wir noch. Aber läuft wunderbar. So kommen die Bosse auch schön weg. So, das reicht. Jetzt brauchen wir eigentlich nichts mehr machen. Wave 83 ist es. Wave 84. Jawohl, vor den Bossen haben wir jetzt so halbwegs eine Ruhe, so ein bisschen halt. Einmal aktivieren müssen wir wahrscheinlich. Ja, sonst geht's. Nicht mal, das läuft. So, den können wir auch verkaufen, den brauche ich nicht mehr. Wir haben Kohle ohne Ende. Wave 85. Der Grüne, der wird auch gleich sterben. Das könnt ihr sehen, der hat keine Chance gegen uns. Und zack, bum, bang! Jawohl! Nette Belohnung, ordentlich Moos. So lobe ich mir das. Und ich dachte mir, weil wir jetzt lustig sind, machen wir noch ein Endlos-Game draus. Ja? Das wird die Überraschung des Tages. Spontan, freies Spiel, weiter geht's. Schauen wir, wie weit wir kommen. Ich werde früher oder später den dann upgraden, aber der wird halt alles abreißen, das ist das Problem. Wave 86... Ja, ich upgrade absichtlich nicht. Ich weiß, dass 86 eine kleine Hure ist. Aber schauen wir mal, was da kommt. Bis jetzt sieht es ja ganz passabel aus. Ja, schon ordentlich was. Wo ist mein Mauszeiger? Ich sehe die Maus gar nicht. So, aktiviert haben wir das mal. Sehe gleich wieder ready, das ist wichtig. So, Leute, wir nehmen ein zweites Auge, das brauche ich auf jeden Fall, das sehe ich hier. Das ist ganz gut, der Tower hier. So. Zweites Auge. Und wir nehmen dann folgendes. Wir machen ein paar Spike Factories, aber nicht volles Upgrade, sondern immer das dritte hier.
Hier genauso. Das darf man nachher dann voll upgraden. Aber zuerst mal hier das Dreier, damit ich es überall machen kann. Ach, Junge. Diese Tower immer, ha? Sie sind immer im Weg, Leute. So, 1, 2, try, 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 voll dabei. Jetzt fehlt mir natürlich eins noch. Das müsste so auch gehen. Ja, kein Problem soweit. Zwei Augen sind absolut göttlich. Kommen auch noch grüne von allen Seiten, oder was? Da unten fehlt nur ein grüner. Drei grüne ist schon happig. Aber es geht auch. So. Ich versuche jetzt den hier hinzusetzen irgendwo. Oh. Mein Gott, ist dieser blöde Tower hier im Weg. So, was ist denn jetzt wieder im Weg hier? Schon wieder so ein scheiß Tower? Hey, wollt ihr mich verarschen, ihr blöden Dreckstower? Verpisst euch hier. Ich will jetzt hier einen Tower hinsetzen. So, das will ich doch hoffen. Geht gar nicht, Leute. So, wir sind in Wave 87. Man könnte sehr, sehr viel weitermachen, indem ich hier einfach ein paar von den, wie heißt denn der, Templer-Areale, ja, die Templer-Areale mache, da diese Tempel, aber dann ist es nur mehr eine Leckparty und nicht mehr lustig, ich möchte es ja auch ein bisschen lustig gestalten und darum sage, let's go, Wave 88! Schauen wir, wie viele Bosse jetzt kommen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Blumenchipper, sonst wird es jetzt grauslich hier. Oh, wow. So. Muss ja alles einkleistern hier. Das wird jetzt... Das wird ein bisschen happig. Aber es geht noch, es geht noch, es geht noch. Kommen wieder ein paar grüne. Blumenchipper brauchen wir halt mehr. Dann geht's. Und das werden wir jetzt machen nach der Runde. Mehr Blumenchipper. So. Noch einen Blumenchipper, den stärksten bitte raussaugen. Hier auch noch einen, den stärksten. Dankeschön. So, und oben machen wir es dann am Anfang. Also, nächste Runde dann. Wave 89 haben wir. Uiuiui, jetzt kommen jetzt schon die Grünen. Und vier davon noch. Oh, 4, 5, 6, das wird jetzt, glaube ich, nichts mehr. Ich aktiviere das hier mal, dass einige schon mal weg sind. Wir haben es eh gleich wieder ready, da kommen noch mehr Grüne. Nochmal aktivieren. Das ist einfach nötig. Aber es geht. Nur noch geht's. Und nochmal aktivieren. Das ist wirklich ungut, aber es geht, wie gesagt. Ich kann es hier einige Male aktivieren. Und nochmals aktivieren. Oh, wir werden es schaffen, aber es wird schon noch knapp. Man sieht es, man sieht es. So. Jetzt haben wir hier natürlich wieder so einen hin. Blumenchipper, wir brauchen mehr gegen Bosse. Es geht ja nur mehr um Bosse jetzt in den schwierigen Schwierigkeitsgraden. Das wissen wir ja. Umsonst nichts. So, und dann gehen wir in die Wave 90. Ein bisschen mehr zum Aktivieren brauchen wir, diese Spike Factories. Mache ich hier nur eine, wie gesagt, zum Aktivieren rechts. Im Moment geht es relativ gut, was mich schon fast wundert. Wir kriegen jetzt auch weniger Kohle langsam. Das ist halt, das sind die schwierigen Schwierigkeitsgrade, das weiß ich. Also bei den höheren Levels kriegt man dann weniger Kohle, weil sonst würdest du ja zugeschissen werden mit Kohle. Das ist ja okay. So, kann man das jetzt langsam nehmen. Ich würde das brauchen hier. Wir aktivieren hier. So, jetzt haben wir ein zweites Mal aktivieren. Das brauchen wir eh wirklich dringend. Und wir werden es ein drittes Mal noch nehmen. So, wir gehen in die Wave 91, Leute. Bin ich neugierig, was da rauskommt. Wie gesagt, ich möchte die Tempel hier ein bisschen
vermeiden. Sie sind zwar nicht schlecht, aber die ruinieren mir alle anderen Tower an. Ich weiß, die saugen sie auf, aber wenn gar kein anderer mehr drauf ist, dann ist es auch nicht unbedingt besser. Und ja, so extrem günstig ist es dann auch nicht. Ich aktiviere das hier mal. Und nochmal aktivieren. So, und jetzt müssten wir es ein drittes Mal haben. Jawohl, wir haben es ein drittes Mal. Nochmal aktivieren. So kann man leben. So lässt es sich gerade nur aushalten. Jetzt werden wir die anderen hier, die auf Max setzen hier, sobald es geht. Noch kommen wir klar. Und wir sind, liebe Leute von heute, bei der Wave. 91 noch? Noch. Wave 92. Jetzt geht's aber ab. Jetzt kommen die Grünen hier. Aber nicht nur ein paar, so wie das aussieht. Nur ich werde den gleich upgraden, sobald es geht. Dann haben wir mal einen. So, einen haben wir mal. Da ist jetzt viel mit den Spikes. Das haut hin. Wow, wow, wow. So, dann gehen wir mal den ersten. Wir müssen hier viel aktivieren. Den zweiten. Den dritten. Und wieder den ersten. Und ich habe so das Gefühl, jetzt haben wir es hinter uns, Leute. Ich aktiviere hier wie ein Großmeister. Ja, wir haben es gerade nur gekriegt, die Kurve sozusagen. Ey, ich finde die Spike Factory hier nicht. Ich würde die upgraden, aber ich sehe sie nicht. Boah, es sind schon sehr viele hier. Also lauter Grüne hier kommen. Es ist immens, was diese Grünen hier verursachen an Towern hier. Ich kann da gar nicht mehr ranhalten. Ich muss schon Dauer aktivieren. Ah, da ist ja mal Grauli nur mehr ausgegangen. Knappe Sache. So, jetzt den da oben. Den da unten und als letztes den da oben. Ja. Wir sind in Wave 93, Leute. Wave 93. Let's have fun here. Wir gehen das jetzt an. Die Wave 93. So, aktivieren wir das einmal. Einmal schadet ja grundsätzlich nicht. Eine kleine Leckpartie, aber jetzt haben wir es. Jetzt bin ich neugierig, wie viele Grüne jetzt kommen. So, können wir das jetzt aktivieren? Ja! Ne, aktivieren, was rede ich? Upgraden. So, jetzt haben wir 5 von diesen Dingern hier. Das muss doch langsam reichen. Einen vierten zum Aktivieren würde ich auch noch nehmen oder noch 2. Dann kann man schon fast Dauer aktivieren. Ein paar Phönix würden vielleicht auch nicht schaden. Die können wir noch nehmen. Also diese Tempel, wie gesagt, sie sind extrem stark. Ich weiß, sie saugen die anderen Tower auf, aber die Tower für sich machen doch mehr Damage wie ein Tempel. Das weiß ich auch. Das habe ich schon gesehen. Wir sind in der Wave 93. Es ist schon ein bisschen eine Leckparty hier, aber es geht. Diese Grünen sind halt lästig, ansonsten geht's. Wir brauchen mehr Bloom-Chipper. Dann haut das hin. Das ist ein bisschen leckerlich langsam, aber okay. So, einmal aktivieren, sicher ist sicher. Nochmal aktivieren. So, und jetzt schauen wir, dass es wieder ready ist. So, alles wieder ready. Wir brauchen, wie gesagt, mehr Bloom-Chipper. Immer schön den stärksten raussaugen, Junge. Hier auch, bitte den stärksten raussaugen. So, oben machen wir es dann nachher. Jetzt müssen wir wieder Geld sammeln. Wir sind in Wave 94. Es ist schon Hardcore hier, aber noch geht's. Ein paar Phönix wären, wie gesagt, der Superstar gerade. Also, das könnte ich brauchen. So, hier nur einen Bloom-Chipper inzwischen. Immer schön auf dem stärksten. Da oben hauen wir auch noch einen hin. Schön verteilen das Ganze hier. Und immer auf dem stärksten, natürlich. So, jetzt kommen wieder ein paar Grüne. Ah, wir kriegen jetzt schon nicht so viel Geld. Das ist es. Langsam wird es knapp mit den Towern. Aber wir haben eine gute Verteidigung. Aber es ist halt so, da kommt natürlich eine Menge, ihr seht's. Das ist nicht lustig. So, ich aktiviere das jetzt einfach mal. Dass nicht alles hier auf unsere Stamm-Spikes kommt, dass die überleben durch die anderen Spikes. So irgendwie halt, stelle ich mir das vor. Wer ist der wieder ready? Jawohl.
So, es haut so halbwegs gut hin. Einmal aktivieren wieder. Einfach nur aus Sicherheitsgründen. So, sieht ganz gut aus. Schauen wir, dass wir alles wieder ready haben. Nächste Runde haben wir. So, dann werden wir noch einen Super Monkey bauen, da oben. Dem geben wir die rechte Seite hier. Sobald wir das Geld dafür haben. Beziehungsweise wir können auch einmal die linke Seite machen. Ich glaube, der ist eh besser. Der linke. Wir machen die linke Seite. Passt schon. So, welche Wölfe sind wir? 95. Wenn wir das überhaupt überleben. Ihr seht, was da kommt. Ne? Easy peasy ist es mit Sicherheit nicht mehr. Da geht es ums Überleben. Da geht es um unseren Arsch. Ja, und unser Arsch bleibt Jungfrau. Das heißt, da dürfen keine Plunz durch. Boah, ich hau hier schon am Mikrofon rum vor lauter Nervosität. Das ist wirklich hardcore hier. Also, das Kindergartenprogramm ist abgeschaltet. Jetzt gehen wir es richtig an. Ja. Komm, gib mir nur eins. 1.500, dann geht es hier. Oh, viel zu viele Grüne. Das gefällt mir überhaupt nicht. So, wir aktivieren jetzt einmal den hier. Die fressen sich hier rein. Das mag ich überhaupt nicht. Da war doch, wo ist dieser Supermonkey? So, aktivieren. Nochmal aktivieren. So, sammeln wir wieder, dass wir es ready haben, alles. Haut hin. Geld haben wir auch wieder ein bisschen. Ich wäre dafür, noch zwei so Affendörfer zu machen, weil der Laser, der macht doch guten Damage. Ja, das sieht man. So, das heißt, ich werde jetzt hier nur ein Affendorf hinmachen. Ein bisschen Kohle brauche ich noch. Einmal aktivieren nebenbei noch, sicher, sicher. Ja, es kommt auch schön Moos rein, also es geht so halbwegs. Auf der anderen Seite werden wir auch nur ein Affeldorf machen. Wave 96 ist es, wenn ich nicht blöd bin. Ja. Wave 96, Leute. Also das ist jetzt schon Hardcore-Version hier. Mal aktivieren, dass da nicht alles so in die Mitte geht. Jawohl. Haben wir es wieder ein bisschen zurückgedrängt. Haut hin. Jetzt werden wir uns noch zwei so Augen dazu machen, dann haben wir vier insgesamt. Damit kann man es so halbwegs aushalten. Hey, uiuiui, jetzt kommen wir. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andy von Gameplay Deluxe. Tschüss.